Heute zeige ich euch, wie man Filet häkelt. Ich habe hier ein Beispiel auf ein Handtuch, eine Bordüre, drangenäht an ein Handtuch. Dieses Modell werde ich heute zeigen, wie man das häkelt. So. Ich habe schon mal ein größeres Stück vorbereitet. So sieht das aus, wenn man etwas dickere Häkelwolle nimmt. Sieht das Ganze etwas größer aus. Die Bordüre ist noch nicht ganz fertig. Ich werde euch zeigen, wie man damit anfängt. Ich habe Nadelstärke 1,75 bis 2 kann man nehmen. Dann habe ich aber 2 Baumwollknäule genommen, weil ich es etwas dicker haben wollte. Ich habe keine dickere gefunden und werde diese Wolle doppelt häkeln. So, ihr könnt etwas dickere Wolle kaufen, wenn ihr möchtet. Dickeren Garn, sagt man ja. Genau. So, wir fangen hier unten an. Ich kann mal eben eine Aufnahme machen. Und zwar die erste Reihe machen wir Luftmaschen und wir schlagen an 48 Luftmaschen. So, 48 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 Luftmaschen für die erste Runde. So, dann geht es weiter. Für unser erstes Stäbchen machen wir 1, 2, 3, 4. Stäbchen, Luftmaschen und dann nochmal 1, 2, also 6 Luftmaschen noch und dann in die 7, 8, 9. Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. So, dann wieder 2 Luftmaschen. 1, 2, 3 in die 3. Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln. Jetzt haben wir 2. Dann wieder 2 Luftmaschen. 1, 2, 3 in die 3. Masche einstechen und 5 Stäbchen nebeneinander häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann wieder 2 Luftmaschen, bis wir 8 Stäbchen nehmen, also bis wir 8 Stäbchen haben, so wie hier. 2, 4, 6, 8. Und immer dazwischen 2 Luftmaschen häkeln. In die 3. Masche einstechen, haben wir schon mal ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. 1, 2, 3 in die 3. Luftmasche, in die 3. Masche einstechen. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. 1, 2, 2, 3. 3. Masche einstechen. Ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen. 1, 2, 3 in die 3. Masche einstechen. Ein Stäbchen häkeln.
zwei Luftmaschen. Eins, eins, zwei, drei, dritte Masche einstechen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. Eins, zwei, drei, dritte Masche einstechen, ein Stäbchen, eins, zwei Luftmaschen. In die dritte Masche einstechen, ein Stäbchen. So, jetzt zählen wir mal, wie viele Stäbchen wir haben. 2, 4, 6, 7, noch 1, 2 Luftmaschen, 2, 3, jetzt haben wir 8 Stäbchen. So, dann machen wir wieder 2 Luftmaschen und häkeln dann 1, 2, 3 in die dritte Masche ein und machen 4 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, dann wieder 2 Luftmaschen, 1, 2, 1, 2, 3 in die dritte Masche einstechen und wieder 4 Stäbchen nebeneinander, 1, 2, 4. So, dann haben wir die erste Reihe beendet. Nun geht's weiter. Und zwar machen wir jetzt das ganze Drehen. Drehen wir einmal um. Dann geht's hier weiter. 3, 1, 2, 3 Luftmaschen. Dann drehen wir das einmal um und häkeln jetzt 1, 2, 3 Stäbchen nebeneinander. Das gilt als erstes Stäbchen. 2 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4. Also die Luftmaschen gelten als ein Stäbchen, 2, 4. Dann füllen wir hier die Mitte aus und zwar mit 1, 2, 3, hier nochmal zählen, wie viel das sind, 2, 4, 7 Stück insgesamt, 2, 4, 6, 7 haben wir jetzt. Dann machen wir wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Und nochmal 4 Stäbchen in das gleiche Fach hinein, sozusagen. 1, 2, 3, 4. Ich zeige es jetzt mal so. Dann machen wir wieder 2 Luftmaschen, 1, 2, überspringen die alle hier und stechen 1, 2, 3, 4 in die vierte Masche ein und machen ein Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen. 2. Lassen hier eine Lücke, stechen in das nächste Stäbchen ein und haben jetzt so 2, 1, 2 Kästchen. So, nun füllen wir diese 1, 2, 3, 4 Kästchen hier unten. 1, 2, 3, 4 mit Stäbchen. Das zählen wir als erstes, dann in die Mitte 2 Stäbchen, sind wir bei 2, 3 Stäbchen. Dann wieder
in ein Stäbchen einstechen, haben wir 4 Stäbchen. Also die Lücken immer mit 2 Stäbchen füllen. Dann die mittlere immer ein Stäbchen drauf häkeln. Und dann nochmal die Mitte füllen mit 2 Stäbchen. 1, 2. Dann haben wir 2, also 1, 2, 3, 4 müssen voll sein. Wir haben 1, 2, 3 erst voll, die nächste mit 2 Stäbchen füllen, 1, 2, so, und das mit einem Stäbchen. Jetzt haben wir alle voll. Nun geht es weiter mit 2 Luftmaschen wieder, 1, 2, dann zum nächsten Stäbchen einstechen. Zwei Luftmaschen, nächstes Stäbchen nehmen, immer auf die Stäbchen drauf, dann haben wir hier diese Kästchen. Nochmal 2 Luftmaschen, 1, 2, nächstes Stäbchen, dann haben wir jetzt 1, 2, 3 Kästchen, nochmal 2 Luftmaschen, dann sind wir hier, beim nächsten Kästchen haben wir jetzt 4 Kästchen. Die Stäbchen, die wir jetzt hier haben, die füllen wir mit 5. 1 haben wir schon mal. Zweites Stäbchen. Drittes. Viertes. Fünftes. So, dann 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, Entschuldigung. Ein Stäbchen. Immer wieder ein Kästchen. Gehäkelt. Wieder 2 Luftmaschen. Nächstes Stäbchen. Haben wir 2 Kästchen. Und wieder 2 Luftmaschen. Und dann in der letzten Reihe 1, 2, 3 stechen wir in die dritte Masche ein und machen ein Stäbchen. Haben wir schon die zweite Reihe fertig. So, dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen, drehen um und geht es weiter wieder mit unseren Kästchen. Machen wir unser Kästchen, ein Stäbchen, unser zweites Kästchen, 2 Luftmaschen. Wieder 2 Luftmaschen, unser drittes Kästchen, das drehen wir auch nochmal um. Jetzt sind wir 1, 2 in der dritten Reihe, füllen unsere 5 Stäbchen wieder auf, wie hier. 1, 2, 3, 4, 5, so. Jetzt machen wir wieder 1, 2, 3 Kästchen, 1, 2 Luftmaschen, erstes Kästchen, 1, 1, 2 Luftmaschen, zweites Kästchen. 1, 2, 3, drittes Kästchen, so, 1, 2, 3, nun füllen wir hier unser Kästchen mit 2 Stäbchen in der Mitte, 1, 2, und häkeln hier drauf 4 Stäbchen,
1, 2, nebeneinander, 3, 4 Stäbchen. Dann machen wir wieder 2 Luftmaschen, 1, 2, und machen ein Kästchen, indem wir 1, 2, 3 in das dritte Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Haben wir ein Kästchen. Wieder 2 Luftmaschen. Noch ein Kästchen. 1, 2, 3 in die dritte Masche einstechen. Haben wir 2 Kästchen. Nun füllen mit 4 Stäbchen. 2 nebeneinander. 3, 4. Dann das nächste Kästchen füllen mit 2 Stäbchen, 1, 2 und das Stäbchen mit 1 Stäbchen füllen. So, haben wir hier das. Dann machen wir wieder 2 Kästchen, indem wir 2 Luftmaschen machen und in das nächste einstechen. 1 und nochmal 2 Luftmaschen und wir haben dann hier unsere Lücke, wie ihr seht. Da stechen wir dann komplett ein und machen ein Stäbchen und füllen nochmal 3 Stäbe daneben, 2, bis wir 4 Stück haben, 3, 4. Dann 3 Luftmaschen und in die gleiche, ins gleiche Loch hinein machen wir wieder 4 Stäbchen nebeneinander. 1, man muss ein bisschen ziehen, weil das Loch nicht so groß ist. 2, 3, 4 Stäbchen. So, dann haben wir soweit die dritte Reihe sozusagen, dann häkeln wir wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, drehen das Ganze um, machen wieder 3 Stäbchen nebeneinander. Mit den Luftmaschen haben wir dann 4 Stäbchen nebeneinander. So, drehen das auch um. Wir können es eigentlich mit einer Nadel fixieren, damit wir wissen, in welcher Reihe wir jetzt sind, sonst kommen wir durcheinander. Wir sind jetzt hier in der dritten Reihe. Lass mal so machen. 1, 2, 3, genau. So, nun kommen wieder 2 Luftmaschen in unser großes Loch. 1. 2, 2, 4, 6 und noch 1, 3, 7. 2, 4, 6, 7 Stäbchen. 4 Stäbchen auf den Stäbchen und 3 in die Mitte. Dann wieder 3 Luftmaschen und einstechen ins gleiche Loch und wieder 1, 2, 3, 4 Stäbchen ins gleiche Loch hinein. Dann 2 Luftmaschen und 1, 2, 3, 4 auf das vierte Stäbchen drauf, ein Stäbchen häkeln. Haben wir hier ein Kästchen. Dann noch ein Kästchen, 2 Luftmaschen, noch ein Kästchen. Haben wir 2 Kästchen nebeneinander. Dann füllen wir hier dieses Kästchen mit 2 Stäbchen. 1, 2 und machen noch ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen drauf, dann haben wir 4 nebeneinander. So, wir machen aber hier mal 1, 2, 3, 4, dann noch 3 Stäbchen nebeneinander.
1, 2, 3. So, 2 Luftmaschen. 1, 2. 1, 2, 3 aufs dritte Stäbchen drauf. Machen wir ein Kästchen wieder. 1, 2, 3, 4 Kästchen jetzt. 1, 2 Luftmaschen. Noch ein Kästchen. 2. 2 Luftmaschen. Noch ein Kästchen, bis wir 1, 2, 3, 4 Kästchen haben. 2 Luftmaschen, 1, 2, 3, die dritte einstechen, haben wir 4 Kästchen. Jetzt wieder mit Stäbchen füllen, 4 nebeneinander, 2, 3, 4, 2 Stäbchen in das Kästchen hinein, 1, 2 und darauf folgende Stäbchen auf das Stäbchen drauf häkeln. So. Dann mal eben gucken, jetzt haben wir, glaube ich, einen Fehler, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben hier die Füllung zu viel gemacht. Die müssen wir wieder aufruppeln. So, das waren dann nach den 4 Kästchen nur 4 Stäbchen nebeneinander. Dann geht es weiter mit 3 Kästchen. 1, 2. 3 Kästchen nebeneinander machen. Ich zeige es hier nochmal, wie es aussieht. Wir machen nochmal eine Nahaufnahme. So. 3 Kästchen nebeneinander. Nochmal 2 Luftmaschen. Ein Kästchen, jetzt haben wir 2. Dann wieder 2 Luftmaschen, nächste Kästchen und wir haben wieder unsere Stäbchen, 5 Stäbchen nebeneinander, die füllen wir aus. 2, 3, 4, 5. Filet häkeln dauert halt ein bisschen länger, deswegen sind die Videos auch ein bisschen lang. Ich werde jetzt versuchen, ungefähr 3 Videos zu machen für ein Herz. Mal gucken, vielleicht sind wir auch schon im zweiten Video fertig. Nun geht es weiter mit 2 Luftmaschen und wir machen wieder 3 Kästchen. Und dann zeige ich euch weiter, wie es im zweiten Video geht. So, 1, 2, 3, dritte Loch und dann beenden wir das Ganze. So sieht man schon einen Teil vom Herz. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Reihen, 1, 2, 3, 4 Reihen gehäkelt und es geht dann im zweiten Video gleich weiter.